eines der heftigsten und genialsten Events in Shakes & Fidget geht leider zu Ende. Vom Samstag bis zum Mittwoch, das Oktoberfest. Ich habe mir hier ein paar Quests gespeichert. Fünfer-Event, alle Events, die wir kennen. Und ein zufälliges Epic Nummer 1, ein Glücksepic. Damit kann man nicht wirklich was anstellen, aber einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Das kommt in die Toilette, das gibt viele Ressourcen beim Schmied. Und die nächste Quest auch am 3.10. Nur etwa 40 Minuten später beim Dragor der Hölle noch ein epischer Ring. Was war denn da am 3.10. los? Ich weiß es nicht. Ist ein schöner Tag auf jeden Fall. Nummer 1, Nummer 2. Der zweite Ring auch ohne Sockel, alle Attribute. Aber auf jeden Fall. So, kommt das Ding hier mal rein. Halloween-Items übrigens, wie man hier sieht. Ring der Bosheit. Wer damit etwas Gutes tut, den beißt das Ringlein voller Wut. Happy Halloween. Also, nicht nur Halloween-Epics, sondern auch Halloween-Pet und so weiter. So, Glücksepic dann gleich zum Schmied. 10.000 Metall. Das ist gerade echt krass, wie viel Metall es gibt. Ich check gerade alle meine Items durch und nichts gibt annähernd so viel. 10.700 Metall. Okay, und weg damit. So, ich habe eher auf Gold gespielt jetzt in diesen Tagen. Es war ja 5-mal Gold, doppelt EP und so weiter. Und am lohnenswertesten war es wirklich, fast einfach immer die kürzesten Quests anzunehmen, weil es gibt diese Grenze an 10 Millionen Gold. Und bei den langen Quests, ja da, ich habe immer die kürzesten genommen, was beim Überspringen auch manchmal ärgerlich war. Da sind die Treibsanduhren weggegangen wie warme Semmeln, aber genau. Und geskillt, ich habe irgendwie fast 1000 Intelligenz dazu bekommen jetzt in den letzten Tagen. Ich knack nun die 23.000 Basis-Intelligenz, habe 25 Millionen Durchschnittsschaden. Ja, das Event geht gut ab. Also wirklich, das könnte ich gerne häufiger haben und vor allem, weil alles kostenlos war zum Nachtrinken. Bei meinem Kundschafter habe ich sogar, so, die sind gelevelt, bei meinem Kundschafter habe ich sogar das bessere Mount noch aktiviert, natürlich. Ja, der Kampfmagier ist da. Hab wieder gesehen, es hat ein paar Leute gehypt, einige Videos dazu. Ein Unge hat ordentlich angefangen und, boah, das war knapp, das war schön. So, obwohl eigentlich nicht so schön, denn der ist inaktiv eigentlich, dieser Prius ohne Gilde. Das heißt, er hatte keinen Portalbonus und so weiter und ich habe trotzdem Schwierigkeiten gehabt. Hat denn irgendjemand die Halloween-Items so ein bisschen am Start? Hier ist mal der Gürtel. Sorry, das ist Santas Gürtel. Nicht ganz Halloween. Da sehe ich was. Der Kürbiskopf. Wer sich als Kinderschreck verkleidet, den Monstern ihre Tour verleidet. Bei jedem Item so ein kleiner Spruch dran, wie man das von S&F kennt. Ja, natürlich die Top-Spieler, da wechselt man die Items nicht mehr so häufig, vor allem auch hochgepusht und so weiter. Also da werde ich wenig Glück haben. Eher auf den neuen Servern. Da sind bestimmt die Leute komplett Halloween-mäßig ausgestattet und eingekleidet. Genau, im Laden habe ich keines zufällig gefunden. Was sagen denn meine Items? So, das aktuellste ist, glaube ich, so circa meine Krawatte, 760. 704, könnte ein Upgrade vertragen. Robe könnte 1000% endlich mal ein Upgrade vertragen. Also ich glaube, die Robe ist so ziemlich das Einzige, was ich wirklich dringendst upgraden müsste. Und klicken wir einfach mal ein bisschen, beziehungsweise vorher die Hexe. Kann ich da irgendwas loswerden? Ringe? Oh, ich freue mich echt schon auf die Remastered-Version auf allen Servern. Ringe, ich sehe hier gerade keinen Ring. Da muss ich mal ein bisschen was wegschmeißen. Hier die Items, die etwas weniger geben. 1 Million, genau. Also, ich habe echt oft geblättert, zwar nicht immer komplett, aber in den... Okay. Okay, wird direkt gekauft. Int, Ausdauer, Glück, Dreier, Epic, Freddy's Fingerdings. Wer scharfe Klingen hat zur Hand, regiert damit das Albtraumland. Jo, habe immer nebenbei ein bisschen geblättert, wenn die Epic-Events waren. Das ist ja noch von Ostern, also richtig alt. Aber keine Robe. Habe einige Dungeons gemacht. Keine Robe. Hab oft im Klo gespült. Keine Robe. Es kommt einfach keine Robe. Stattdessen kommt hier so ein gelber Schwimmring des Nichtschwimmers. Wer mit dem Strom schwimmt, geht wenigstens nicht unter. Da ist eine Robe. Alle Attribute. Will ich nicht haben. Ist keine gute. Genau. Das ist schade, dass da jetzt eine Robe dabei war, weil
das eher bedeuten würde, dass jetzt dann länger keine kommt, oder? Wie hoch sind die Chancen, dass ich zweimal hintereinander direkt eine epische Robe bekomme? Naja, die Chancen sind im Prinzip immer gleich. Int Ausdauer Glück, der Schilling ist zurück, richtig gut. Nur die Spanne ist nicht so krass. Ohne Sockel. Was du heute kannst ermorden, das verschiebe nicht auf morgen. Kaufe ich trotzdem jetzt. Vielleicht mache ich dann einen Sockel dazu. Und bada boom, bada bang, direkt hintereinander noch ein Epic. Die Fäustlinge nämlich. Nein, die kaufe ich nicht. Ich versuche jetzt noch entweder für eine neue Waffe oder, obwohl die eigentlich relativ aktuell ist, eine neue Waffe oder eine Robe. Die Robe wäre das Allerwichtigste, da würde ich 120 Attribute in etwa bekommen. Ein Gürtel, alle Attribute, schade, weil damit durch den Wald spaziert, die Angst davor sehr bald verliert. Okay, nehmen wir nicht. Ich nehme es zur Kenntnis, aber ich kaufe es nicht. Irgendwie ist da so ein Fluch mit den Roben und mir, oder? Eventuell will das Spiel einfach, dass ich diese Osterrobe behalte. Und wieder die kürzeste, nicht mit Absicht, aber das sind einfach immer die besten. So, Handschuhe nochmal. Dreier Epic. Sind sogar... Oh, das fällt mir jetzt gerade erst auf. Das Teil hat so viel Rüstung wie Int Ausdauer Glück, das ist ja mal witzig. Ja, dieses Ding hat die doppelte Rüstung, aber ist sowieso recht egal. Könnte man für einen Begleiter kaufen dann auch und ich nehme die trotzdem. Einfach weil sie mehr Rüstung haben und das cool aussieht. Ja, wenn sie schon da sind und dann bekommen die Begleiter auch was. Ich habe heute mal die Spendierhosen an, jetzt habe ich noch einen Inventarplatz und ich kann noch... Oh mein Gott! Okay, ja, auch nicht so eine Spanne, aber mit Sockel. Sorry, ich bin gerade eben... Zu wenig Gold! Da wird ja wohl der Hund in der Pfanne verrückt. Da habe ich Trick 17 und zwar kann ich mir hier Gold abholen und hier, sehr schön. Ja, die Pilze gehen weg wie Butter. Jetzt ist aber mal genug hier. Nee, jetzt ist aber mal wirklich irgendwie genug hier. Die Spanne gefällt mir eigentlich besser. Sorry, aber die... Ich weiß, mega unnötig jetzt, so viele zu kaufen. Aber ich kaufe das Ding trotzdem. Und habe dann immerhin die Qual der Wahl. Das Event läuft nur noch heute und dann... Ja, ist das 5er Event vorbei. Obwohl, das nächste Epic Event kommt bestimmt irgendwann. Ja, egal, trotzdem. Wenn wir hier schon dabei sind... Nein, wieder keine Robe. Ich höre bald auf, ich will hier nicht mehr so ausrasten. Handschuhe, alle Attribute, ein Epic machen wir jetzt noch. Wenn das keine Robe ist, dann habe ich Pech gehabt. So wie es aussieht. Ich will einfach, oder das Spiel will mir einfach keine Robe geben. Nein, es sind Schuhe, alle Attribute, brauche ich auch nicht. Warum? Was habe ich getan? Was habe ich verbrochen? Ich sehe gerade, ich brauche noch einen Flügeltrank. Das heißt, hier blättere ich auch noch kurz. Ein feiner Ring ohne Sockel. Ja, nehme ich jetzt nicht. So, Tränke, einen Flügeltrank mindestens, vielleicht sogar zwei. Oh, 10 Treibsanduhren. Halber Skillpunkt, nein. Das schaffe ich noch, da komme ich durch. So, Flügeltrank, 13 Tage. Ich habe da immer gerne eher so 4 Wochen stehen. Das sollte klar gehen. Die Tränke sind fein, aber nicht für den Charakter. Die hätte ich gerne bei meinem Kundi oder bei meinem Assassinen. So, einen Flügeltrank holen wir uns noch. Will da noch einer kommen oder nicht? Vielleicht sogar nur mit Gold. Das würde mich ja überhaupt richtig freuen. Flügeltrank zum ersten. Flügeltrank zum zweiten. Und zum dritten. Gekauft. Okay. Hätten wir das geklärt. Und jetzt drehe ich hier auch ordentlich noch im Event. Mal schauen, was wir hier da so bekommen. Auf jeden Fall mal ein kleines Früchtchen. 3 Pilze, weil ich jetzt so viel ausgegeben habe. Denkt sich das Spiel... Hier hast du noch eine wieder zurück. Im Rucksack voll, gar nicht toll. Ringe waren heute dran, oder? Boah, das ist auch ein bisschen nervig, ohne nach jedem Item gleich hier wieder reinschauen zu müssen. 15 Millionen Gold, zweimal hintereinander, das waren einfach 3 kostenlose Skillpunkte. So.
Und das war's dann hier mit dem Glücksrad. Wenn wir schon bei den Pets sind, kämpfe ich hier auch bald bei Wasser auch 3. 200er. So, Feuer haben wir 19 als Gegner hier. Gerade nehme ich gleich Wasser, wenn wir schon hier sind. Genau, ein Rang aufgestiegen. Merci beaucoup. Feuer bekämpfe ich mit Feuer. Boah, das war, ich meine nicht knapp, aber obwohl ich vom Level her so überlegen war, war es trotzdem. Jetzt muss ich Schatten hier nehmen, mein stärkstes Element. Hat auch geklappt und ja, da bin ich zuversichtlich, was Licht betrifft. Und der Pilz, er dreht sich und er dreht sich. So, wo waren wir stehen geblieben? Hier, oder? Genau, mit Licht wollte ich dich angreifen. Weg vom Fenster, nochmal einen Rang aufgestiegen. Und Corrupt sollte ich auch noch schaffen. Sehr schön. Okay, das haben wir. Pets haben wir, Glücksrad haben wir. Dann, ja, die Skillpunkte, damit bin ich echt zufrieden. 60.000, das sieht schon schick aus, muss man echt sagen. Da kann man sich normalerweise eher weniger beschweren. Den Wächter kann ich noch ein bisschen leveln. Wo sind wir da in der Unterwelt? 25, da bleibe ich. Da komme ich nicht mehr weg. Das ist alles hier knapp dicht besiedeltes Feld. Mal schauen, ob ich jetzt hier vielleicht den nächsten Wirbelwindsturmgegner dann schaffe. Die Waffe habe ich jetzt noch nicht gewechselt, aber da werde ich noch schauen, was ich da so mache. Ich will jetzt heute noch... Okay, nein, nicht direkt beim ersten Versuch, aber das ist egal. So, das lassen wir. Ich will jetzt noch zu meinem... Habe ich den ausgelöscht für W27? Nein, da hat sich nur die Reihenfolge geändert. Zu meinem Assassinen schauen. Da will ich nämlich noch flott nach Tränken suchen. Zumindest hier in diesem Event. Der zockt mal nur so vor sich hin. Ist ja gar nicht schlimm, wenn man sich Dungeons aufhebt. Da gibt es ja Leute, die heben mit Absicht richtig lange ihre Dungeons auf und räumen dann das Feld von hinten auf sozusagen. Da kommen einfach zwei Flügeltränke hintereinander. Also, genau, da habe ich fast die Milliarde jetzt angespart. Und könnte mir auch das ein oder andere Epic kaufen. Da ist pures Chaos hier im Inventar. Ich sag's ja, also drei Server, das ist echt schon zu viel für mich. Ein vierter noch, boah, das würde ich nicht schaffen, muss ich ehrlich sagen. Und Kampfmagier hört sich zwar lustig an und so, aber wie gesagt, nicht, wenn es mein vierter Server ist. So, habe ich da richtig gesehen? Kostet das Ding keine Pilze? Das wird gekauft? Dann kann ich, ich kann spülen, das habe ich vergessen. Genau, das wollte ich mir fürs Video aufheben. So, ich kann spülen. Und habe einen Brustpanzer bekommen. Was? Heieiei. Miese Sache. Weg damit. Und ja, leider kein Epic. Das Ding kommt rein. Direkt 50 Mana wieder dazu bekommen. Und das Ding kommt dann zum Schmied. Schön viele Splitter. Und jetzt blättere ich noch ein bisschen nach den Tränken. Oh, ein schönes Ding. 403 Dreier Epic. Ist ein kleines Upgrade, kaufe ich mir auf jeden Fall. Der Edelstein ist 431. Ja, da habe ich jetzt noch keinen besseren. Aber das kommt schon noch, bestimmt. Direkt zur Hexe und verzaubern. So, ich war ja schon bei der Hexe. Genau. Denn Amulett ist eine wichtige Verzauberung. Mit Gegenstand finden. So, und die Halskette kann ich dann eigentlich vermutlich meiner Kunigunde geben. Genau. Die braucht die dringend und dann habe ich was fürs Klo, wollte ich gerade sagen, habe ich aber nicht. Hat keinen Verkaufswert, wurde schon durchs Klo gespült. Nö, ist vermutlich einfach nur aus dem Turm, Schattenwelt oder woher auch immer. Aber noch ein paar Tränke brauche ich. So, den nehme ich auch. Will ich immer aufrechterhalten. Okay, die kommen hier gerade ohne Ende. Den brauche ich. Genau, hätte ich fast den Intelligenztrank gekauft, aber das wäre sowieso nicht möglich gewesen, den zu kaufen, wenn ich den aufs Charakterbildchen ziehe, glaube ich, weil dann würde dann stehen, nicht mehr als drei Tränke oder irgendwie sowas in der... ich wollte mich schon freuen, aber dann sehe ich hier Glück. Ring der Bosheit. Okay, brauche ich nicht. Hier aber leider auf diesem Server kein einziges zufälliges Epic so erhalten. Da habe ich auch alle fünf Tage hier die komplette Abenteuerlust gemacht. Das ist ein bisschen schade, aber ja, dafür zwei abgesahnt mit meinem Magier. Man kann nicht immer Glück haben, oder? Also, 99 Tage einen kaufen noch, aber jetzt reicht's dann, glaube ich, mit dem. Dann kann ich auch wieder ein bisschen warten.
und fokussiere mich jetzt noch auf die anderen beiden. Aber mehr als 30 Tage, das reicht auch erstmal. Und wir haben noch ein Epic wieder ohne Pilzen. Da kaufe ich ohne mir die Attribute anzusehen. Denn wenn ein Epic keine Pilze kostet, ist das ein schönes Futter für die Toilette und dann für den Schmied. Da kann man schon mal ein wenig Gold springen lassen. So, tränkemäßig glaube ich, bin ich jetzt wieder halbwegs am Start und gerüstet. Genau, das wollte ich hier noch flott machen. Okay, kommt einfach hier was nach. Ohne Sockel kaufe ich aber jetzt nicht. Schauen wir noch ganz kurz zwei, dreimal blättern hier. Vielleicht kommt da eine neue Waffe. Hier brauche ich ja immer zwei Waffen, also das lohnt sich schon mit dem Assassinen. Da zumindest eine. Und hier bekomme ich eine Robe sozusagen, einen Brustpanzer. Kaufe ich mir noch und damit beende ich das Geblättere hier erstmal. So, Festung, Ausbau beendet, okay. Ah, ärgerlich. Eine Million noch und hier 900.000 circa. Dann könnte ich die Festung ausbauen durch die ganzen Ressourcen jetzt hier vom Raritäten des Waldes Event auch. Also ist ja 5er Event, komplett mit allem. Und hier finde ich leider nichts, die haben alle 0, 0, 0. Irgendjemand räumt die hier immer komplett leer. Boah, hier ist gerade einer, Moment mal. Ich habe leider, ich bin nicht so gut bei der Festung, muss ich sagen, Soldaten. Die habe ich mal ein paar Mal verbessert. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich da losschicken muss. Ich habe echt keine Ahnung, aber das sind schon ein paar Ressourcen, die mir vielleicht weiterhelfen könnten. Diese Emojis, die, oh, ich nehme 12, ich hoffe, das ist nicht zu wenig. Und, oh mein Gott, der hatte ja gar nichts von denen. Okay, das waren ein bisschen zu viele, aber hat sich natürlich ressourcenmäßig trotzdem gelohnt. Da habe ich weitaus mehr bekommen, als ich eingesetzt habe. Aber der Rest hat hier sowieso null. Genau, da hoffe ich wirklich, dass ich heute jetzt noch ein paar Mal. Das war echt wenig. Okay, so viel Gold will ich da aber nicht reinstecken zum Blättern nach neuen Gegnern. Da hoffe ich wirklich, dass ich noch ein paar Ressourcen bekomme. Ein paar Mal die Steine, dann könnte ich nämlich die Festung direkt aufwerten. Mal schauen, wie viel Alu. Ah, ich habe nicht mehr viel Alu. Oh, das letzte Mal nachtrinken war jetzt doof. Das mache ich normalerweise nicht, habe ich nur verklickt. Da hätten wir schon einmal die 100.000. Da müsste ich eigentlich eher auf kurze Quests gehen, dass ich die Chance erhöhe. Und da habe ich noch einen Stein. Was geht denn da jetzt ab? Da mache ich direkt weiter. Vielleicht ist es möglich. Also, genau, einmal Holz. Okay. Schön, schön. Mir gehen aber leider die Quests aus. Bald ist es am Ende. Bald ist es zu Ende. Ich nehme die kurze, obwohl die andere eine Special Quest war. Heieiei, ich nehme wieder die Treibsanduhr. Okay, 5 Minuten Quest. Noch ein Holz. Aber ein paar Steine fehlen, glaube ich, eher. Noch ein Stein, komm. Boah, die ist lecker, die muss ich nehmen. Ein Ring, nein. Amulette. Schade, so nah und doch so fern irgendwie. Kurze Quest. Und noch eine am Ende. Kabums. Die letzte hier zu überspringen war eigentlich unnötig. Aber jetzt kann ich hier noch bis vor 24 Uhr ein bisschen Stadtwache machen. So, Festung. Ja, Holz ist am Maximum. Hier fehlen 600.000. Schade. Sehr, sehr schade. Ja, wenn ich den angreife, der kann einen Gegenangriff machen. Das lohnt sich nicht für so wenige Ressourcen. Habe ich die ausgebildet? Jo, habe ich. Komm, irgendwas hier noch mit ein paar hunderttausend. Aber das werde ich mit meinen Soldaten vermutlich sowieso nicht schaffen. Jo. Oh, Glücksrad, Moment mal. Das ist noch meine Hoffnung. Ja genau, komplett vergessen. Das Glücksrad. Bitte, bitte, bitte. Das wäre mega genial. Boah, ich muss da mal... Oh, schön. Ich muss da mal aufräumen hier. In meinem Inventar die Steine in einer Reihe und so weiter. Aber egal, das mache ich dann mal außerhalb des Videos, wenn das Event zu Ende ist und ich mal wieder etwas mehr Zeit habe. Komm, bitte gib mir noch ein paar Mal Steine. Sonst bekommt man immer so oft Ressourcen, wenn ich sie gar nicht mehr benötige. Mit meinem Magier. So, hier kann ich gleich auch mal angreifen mit Licht. Schade. Glücksrad. 8-mal noch drehen. Bitte noch einmal Stein. Oh, so viele Früchte. Komm, enttäusch mich nicht. Enttäusch mich nicht. 3-mal noch. 400.000 Holz. Oh mein Gott, nein. Moment, was war Ringe? Nein, Amulette.
Bitte nicht. Okay, genug gedreht für heute. Ja. Kleinen Schritt näher gekommen. Was habe ich vorher gesagt? Ich habe mich verrechnet, oder? Waren es vorher nicht 500.000? Egal. Jo, das war's leider. Aber die bekomme ich ja noch. 500.000, wie lange dauert das? Oh, 10.000 pro Stunde nur. Was? Das ist ja echt wenig, ja, weil dieses Gebäude noch hinten nach ist. Da hätte ich die Festung dann zweimal höher. Aber ich habe das immer gerne schnell schon erledigt. Gut. Ja, also das hätten wir mal. Dann nur ganz flott, dass ich für den Tag erledigt habe hier. Seine Pestilenz, der nächste Dämonenportalgegner, erledigt. Und der Wegversperrer ist dann der nächste. Okay. Was sagt hier die Unterwelt eigentlich? Da baue ich gerade den Wächter aus, muss dann auch einen neuen Gegner mal endlich suchen. Und so, also ich sag, der Assassin ist gerade ein bisschen auf Stromsparmodus. Und hier haben wir noch meinen Kundi. Level 403. Dem hat das Event auch ordentlich geschmeckt. Da habe ich mir den Greifendrachen genehmigt. Natürlich, wie kann man da Nein sagen? Bei so einem genialen Event schmeißen wir noch irgendwas, jetzt habe ich gerade nicht viel, ins Klo. Und zum Schmied. Und leider kein Epic bekommen. Oh, aber der ist mindestens immerhin schon auf 62%. Oh, heute war gar nicht so schlecht. Auf, oh, doch, 11% zugefügt. Na gut, Zischbumm kaputt. So, 403, genau. Gut. Das freut mich. Habe ich hier noch was zum Drehen? Nein, da nur ganz wenige Lucky Coins. Und das war's dann auch schon. Na gut, dann würde ich mal sagen, wirklich ein geniales Event dieses Oktoberfest. Hat mir Spaß gemacht. Ich bedanke mich natürlich immer fürs Zusehen. Und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.